Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir sind wieder in der Hydra drinne. Heute versuchen wir den Run dann nochmal erneut. Ich habe vergessen, meinen Talion zu ziehen. Und mal gucken, wie viel Damage wir heute machen. Erstmal versuchen wir das Ganze wieder mit Schwert und dann mit Zweihand. Und nachher nochmal mit Schwert in VWK. Einfach mal um zu gucken, wie sich das Ganze verhält. Aber dazu dann später mehr. Ich melde mich dann gleich zurück, wenn wir am Kopf dran sind. Mit dem Schwert dabei schon. Im Übrigen, ich habe noch keinen Push drin. Also das ist jetzt alles ohne dem kompletten Zeug hier. Ich teste aber gleich natürlich mit allem noch drum und dran, kurz bevor die Ebene hier durchläuft. Also, wie gesagt, am Kopf werde ich gleich alles dann reindonnern, aber erstmal wollte ich das Ganze nicht verschwenden. Aber hier seht ihr dann erstmal so schon mal den Damage, den ich ohne den ganzen Push hier mache. Und mit 40k Hits, mit Kraft des Eises, ist halt schon mal sehr lecker. Meistens sind es aber um den Dreh 38k. Dann mal gucken, wie viel mit Full Push hier gleich an der Hydra geht. Ich bin gespannt, wir knallen jetzt 35k Hits. Ich weiß noch nicht, ob das Ganze reichen wird. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ist es natürlich jetzt mit allem drin. Mal gucken, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich melde mich gleich zurück, wenn wir am letzten Kopf dann angekommen sind. Da sieht es auch relativ gut aus. Die TP liegt bei 3,3 Millionen gerade, aber gleich gibt es ja noch kurz die halbe Damage-Phase. Da ist der Schaden ja reduziert und dann wird es nochmal ein bisschen schwerer. Solange wir bei 2,6 Millionen, glaube ich, rauskommen könnten, dann würde das vielleicht noch machbar sein. Aber mit Schwert wird es vielleicht nochmal interessant am Ende. Jetzt sind wir beim letzten Kopf angekommen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich denke mal, aber es reicht noch nicht ganz. Also da fehlt uns halt immer noch ein bisschen. In VWK, denke ich mal, wird es gleich funktionieren. Aber ohne VWK mit dem ganzen Push ist das noch nicht ganz wirklich machbar. Aber man darf nicht vergessen, ich nutze hier gerade nur einen 15 dB Tau. Das ist natürlich ein Punkt nochmal, den man ändern könnte. Ich habe hier nur ein Griffy-Siegel, obwohl ohne VWK ist das nochmal ein Unterschied. Aber mit VWK, ja, da braucht man halt definitiv Monster-Pet. Da ist Mini da natürlich die bessere Wahl. Also das Ganze wird hier noch nicht wirklich funktionieren. Leider Gottes, da fehlen uns halt wirklich noch diese paar Stufen. Schade darum. Aber in VWK, denke ich mal, wird es dieses Mal funktionieren. Dazu dann gleich mehr. Was man natürlich auch nicht vernachlässigen kann, ist, ich habe im Waffenskin keine 10 dB. Das pusht natürlich auch nochmal enorm. Dann würde ich halt über die 100 kommen und damit wäre das dann nochmal deutlich einfacher gewesen. Ja, das ist halt der große Nachteil noch. Also indirekt fehlen hier gerade 15 dB. Ich könnte mit Mini da laufen. Ich glaube, das wäre trotzdem besser dann nochmal. Ansonsten, ja, tut sich da am Ende nicht mehr viel. Pushtechnisch hätte ich noch einen 10er Kristall nehmen können und dann hätten wir eventuell das Maximum raus. Aber ich möchte halt am Ende so laufen, dass ich auf diese Sachen hier verzichten kann. Also DGA auf jeden Fall. Und so kann man dann halt laufen. Das wäre noch akzeptabel. Jutnori habe ich eh ohne Ende. Das wäre nicht das Problem. Aber man muss halt schon so ein bisschen mithaben. Also Taus wären okay. Kraftelixier habe ich auch noch ohne Ende. Und DB und Crit-Kampf, ja, es zählt halt so oder so mit dazu. Also in dem Sinne, ich möchte am Ende auf DGA verzichten können. Und dann fehlt mir halt ein 10 dB Waffenskin. Und dann könnte das am Ende, wenn der Tali plus 100 ist, definitiv auch ohne VWK funktionieren. Aber dazu kommt natürlich dann im Laufe der Zeit mehr. Da muss ich erstmal den Tali noch weiter mit 66 jetzt. Denke ich mal, mit VWK gleich könnte das Ganze dann funktionieren. Aber dazu dann gleich mehr, wenn der Cooldown abgelaufen ist. Und hier haben wir ja auch ebenfalls dann noch den Waffenskin mit 10 dB. Das wird auch nochmal mehr pushen. Ich denke mal, auch den Test mit VWK mit Einhand werde ich dann noch machen, wenn ich einen 10 dB Waffenskin habe, um das Ganze vergleichen zu können. Solange ich keinen habe, werde ich das erstmal nicht testen. Also in dem Video wird es noch nicht kommen. Ich denke mal, dann, wenn der Tali plus 100 sein wird, werde ich das Ganze nochmal probieren. Vielleicht sogar mit 80 oder 85, aber da dann definitiv mehr. Erstmal sage ich, warten wir noch ein bisschen mit Einhand VWK und dann später dann mehr dazu. Aber jetzt erstmal gleich der Test mit der Zweihandwaffe. Sind am Kopf dran, wir machen gerade grob 60k. Das ist wieder irgendwie extrem wenig, als ob irgendwas fehlen würde. Ich habe schon gerade alles durchgeguckt. Mir fehlen irgendwo gerade 10 dB. Ich komme gerade wieder nur auf 101 dB. Ich weiß nicht, was mir gerade fehlt. Ich mache gerade exakt so viel Damage wie beim letzten Mal gefühlt. Und ich weiß nicht, wieso tatsächlich. Ja gut, erster Kopf ist dann schon mal durch. Ich habe Push gerade nochmal durchgedrückt. Ich darf nicht vergessen, meine Pots zu holen. Vielleicht ist auch DGA gerade abgelaufen. Was ich aber nicht glaube. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich weiß aber immer noch nicht, was es ist. Gut, wir probieren dann natürlich einfach weiter gleich mal aus. Gerade eben war das Frost-Elixier auch ausgelaufen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir machen jetzt hier 63. Aber es ist halt trotzdem immer noch nicht das, was ich gerade mir vorgestellt habe. Gut, was kann es sein, wo mir diese 10 dB fehlen? Wie gesagt, ich gucke jetzt hier nochmal rein. Wir haben jetzt gerade... Oh, Pots vergessen. Wir haben gerade, wo ist denn der DSS-Wert hier? Wir haben jetzt gerade 101 dB hier, das meinte ich. Wir haben eigentlich 111, aber ich weiß nicht, wo mir 10 dB gerade fehlen. Ich habe schon alles gerade durchgeguckt.
Und das ist, stört mich gerade extrem. Naja gut, mal gucken, was die TP hier sagt. Zweite Mast, wir gehen halt wieder runter auf 2,6 Millionen. Das ist halt viel zu viel, meiner Meinung nach. Also es wird auf jeden Fall wieder eine richtig, richtig enge Kiste am Ende. Das wird wieder eine ganz, ganz enge Geschichte hier tatsächlich. Also ich weiß nicht, was mir hier fehlt. Und ich sterbe jetzt einfach beinahe noch. Das wäre jetzt einfach so peinlich gewesen, hätte ich jetzt hier noch einen One-Hit oder sowas kassiert. Aber es reicht halt einfach nicht. Ich weiß nicht, wo mir diese blöden 10 dB gerade fehlen. Das stört mich gerade extrem. Und ich werde die Hydra wieder nicht schaffen, weil mir irgendwas gerade fehlt. Ich muss mich gleich umgucken und nochmal alles durchsortieren. Ich mache fast genauso viel Damage gefühlt wie beim letzten Mal und es stört mich halt einfach extrem. Wir haben sie einfach wieder nicht geschafft und das stört mich. Jetzt mir tatsächlich nicht glauben. Also ich habe jetzt gerade alles nochmal zigtausendmal durchgegangen, um zu fragen, was hier falsch ist. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja Crit und DB drin. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe 10 DB Crit, DB Kampf. Also sorry, ich habe keine Ahnung, woher ich die habe. Und ich habe 10% hier weniger Damage dann gehabt. Das ist natürlich extrem viel und das waren halt diese 10%, die uns jetzt gerade gefehlt haben. Also rein theoretisch schaffen wir den Run gerade. Nicht nur gerade so, wir schaffen ihn mit diesen 10 dB mehr. Ich werde jetzt auch gleich nochmal reingehen und beim letzten Kopf melde ich mich dann gleich nochmal mit dem richtigen DB-Kampf. Also als Hinweis, ich bin gerade auch ein bisschen zu viel am Spekulieren gewesen, habe nicht wirklich aufgepasst mit Laufen, weil mich das einfach gestört hat, dass irgendwas gefehlt hat. Auf jeden Fall versuchen wir das Ganze jetzt gleich nochmal. Ich habe meine Kuh jetzt schon ausgezogen, um das Ganze zu testen, weil ich jetzt 11 dB hatte. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt nochmal gleich rein. Ich reg mich gerade viel zu viel auf und wir probieren das Ganze gleich nochmal. So, das sehe ich doch gleich viel lieber, 111 dB, also jetzt muss es aber funktionieren, hoffe ich zumindest. Mal gucken, wie das Ganze dann gleich laufen wird. Ich buff mich nochmal kurz durch und dann sehen wir gleich, wenn wir beim ersten Kopf sind, wie weit wir kommen werden. Wir sind nun am Kopf, mal gucken, wir machen auf jeden Fall jetzt mehr Damage, deutlich mehr Damage. Wir machen jetzt 60k ohne Kraft des Eises und 65k mit Kraft des Eises. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied, den wir halt definitiv benötigen. Ich klicke hier nochmal alles rein, bevor irgendwas aus sein sollte. Das wäre natürlich RIP, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ist jetzt gerade irgendwas ausgegangen in dem Moment? Ich glaube tatsächlich ja. Gut, dann mal gucken, wie weit wir dieses Mal kommen werden. Von der TP her sieht es jetzt deutlich entspannter aus wie beim letzten Mal. Ich glaube, wir sind beim letzten Versuch bei 2,4 Millionen TP angekommen oder 2,3. Jetzt sind wir bei 2,6. Das ist natürlich schon mal ein enormer Fortschritt nach vorne. Mal gucken, wie das Ganze jetzt laufen wird noch. Da bin ich gespannt, ob es jetzt klappt oder nicht. Letzte Kopf dann jetzt. Ich bin gespannt. Wir klicken nochmal alles rein, bevor irgendwas wieder ausgegangen ist. Das wäre sonst extrem RIP, wenn noch irgendwas passieren sollte. 64k die ersten Hits, 65,8 ist das Maximale, was ich bis jetzt gesehen habe. Und mal gucken, ob der letzte Kopf jetzt funktioniert. Dann sein Urgroßvater. Also wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann hat es einfach wegen den heftigen Stun jetzt wieder nicht geklappt. Das ist natürlich wieder extrem bitter. Jetzt komm, gib mir nochmal einen ordentlichen Damage Boost. Regeneriere vielleicht jetzt nicht nochmal. Dann schaffen wir es vielleicht. Aber es sieht halt einfach wieder extrem negativ aus. Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, wir schaffen es. Aber es ist halt einfach Wahnsinn. Es sind 30 Stufen höher und wir packen es einfach wieder nicht, weil wir gerade 5-mal geohnmachtet worden sind. Also ich ärgere mich gerade extrem, einfach extrem. Einen Versuch wage ich jetzt noch. Ich habe jetzt nochmal 20er rote Taus mir besorgt, damit ich ein bisschen mehr Crit mache und ich habe mir Ärzte in das harte Ärger getan und ich habe mir den Ring der Freude jetzt rausgeholt. Ich bin's leid, ich versuche es jetzt mit ein bisschen mehr Monster, vielleicht klappt es jetzt besser und ich stelle mich diesmal nicht so scheiße an. Ich hitte die Sirenenkönigin einmal und gehe direkt auf die Monster, um ein bisschen mehr TP zu sparen und ich darf nicht wegfliegen. Das war natürlich auch ein richtiger Killer, das hat mich 2-3 Sekunden gekostet, die eventuell dazu beigetragen haben, dass ich es verkackt habe. Also ich habe es mir extrem schwer gemacht, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich jemand, der auf Hydra läuft oder sonstiges. Also nimm's mir nicht übel, ich versuche mein Bestes hier und das gleichzeitig zu koordinieren während einer Aufnahme ist echt nicht einfach. Und naja, ich gehe jetzt rein und wir probieren es ein letztes Mal und dieses Mal wird es funktionieren. Der erste Kopf ist fast down. Wir haben gerade eben sogar 70k gehabt mit 3,9 Millionen TP. Gehen wir Richtung zweiten Kopf. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt so verläuft, ob ich es hinkriegen werde oder nicht. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf. So, zweite Kopf. Wir knallen nochmal alles hier durch, ob wir nichts vergessen haben. Stellen uns richtig hin.
Und dann geht's weiter Richtung zweiter Kopf. Da waren wieder die schönen 70k Damage. Die knallen halt schon ordentlich rein. Pots nicht vergessen, bevor es extrem ärgerlich wird. Nochmal ab und zu ein bisschen alles anklicken, sicherheitshalber. Ich sehe gerade, Crit-Kampf ist wieder nicht aktiv. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, als ob ich so weit wegstehe. Doch, ist an. Aber wieso ist es oben in der Leiste nicht angezeigt? Ich bin einfach lost. Keine Ahnung warum. So, weiter geht's. Kopf 2. Das sieht gut aus. Wir haben diesmal auch ordentlich TP noch über. Und ich bin gerade wieder gestunt gewesen, wenn ich den Stun sehe. Ich kriege Anfälle. So, aber die TP 2,8, 2,7 Millionen. Eieieiei. Das wird wieder eine ganz enge Geschichte. Ich bin gespannt. Komm, lass es uns jetzt beim dritten Kopf endlich entscheiden, dass ich den Run endlich mal schaffe. Ich gebe mir gerade schon die beste Mühe so. Ich versuche alles aus mir rauszuholen, alles perfekt zu koordinieren. Aber wenn ich so viele Stunts kriege, ist es halt extrem ärgerlich. So, wir stellen uns ordentlich wieder hier hin, dass wir definitiv nicht wegfliegen. Knallen hier jetzt nochmal alles durch, sicherheitshalber. Und dann lasst uns beten, dass dieses Mal alles funktioniert. So, wir achten auf die TP. 2,5 Mille haben wir noch am Start. Die Hits knallen rein. Die Hälfte der TP ist noch am Start. Das könnte oder das sieht sehr, sehr gut aus gerade. Und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Jetzt kommt noch der ZA reingeschallert. Das ist natürlich alles kein Problem. Wir klicken nochmal alles sicherheitshalber durch, bevor hier irgendwas ausgeht. Weil ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Der Mast sagt gerade noch 1,4 Millionen. Die TP sieht sehr, sehr gut aus. Also dieses Mal, wenn das jetzt nicht mehr klappt, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Dann bin ich einfach nur noch traurig. 20% vom Mast sind noch über. Und das Ganze sieht gut aus. Wir haben noch über 10% und haben die Hydra endlich einmal solo gelaufen. Also wirklich ausschlaggebend war dann am Ende wirklich dieser Ring der Freude und dass ich halt ein bisschen mehr Crit-Kampf hatte, damit ich den Run schaffe. Also jetzt habe ich es geschafft, wir haben es gepackt. Natürlich haben wir jetzt sehr, sehr viel Push verwendet, wie Kraftelixiere oder. Aber naja, sei es drum, wir gucken, was wir droppen, wie viele Hydra-Truhen dabei sind. Ich sehe eine. Kann ich die aufheben? Nee, der Typ ist zu weit weg. Okay, egal, ich sehe auf jeden Fall eine Truhe. Ich sehe zwei Truhen. Ja gut, wir machen die gleich noch auf und dann gucken wir mal. Gott sei Dank haben wir es dann am Ende geschafft. Und jetzt öffnen wir noch kurz die zwei Hydra-Truhen. Komm, lasst uns das Video vielleicht mit einem magischen Stein abschließen. Das wäre tatsächlich nochmal richtig wild. Oh, Passierscheine, die brauche ich eh hier. Das ist praktisch. Zweimal Exos und nochmal ein Passierschein. Ja gut, vier Exos für den Run. Ist ein Won, den wir rausgeholt haben. Und naja, den Won haben wir mehr als investiert gerade eben. Also Plus gemacht haben wir definitiv nicht mit dem Run, aber für das Video lieben gerne. Wir haben es geschafft, den Run solo. Ich bin gerade extrem glücklich auf mich. Und naja, der erste Run ist immer der schwerste und danach gewöhnt man sich dran. Und ich werde safe, wenn ich jetzt den nächsten laufen würde, das wieder schaffen. Also es war halt wirklich nur der erste für mich, der heftig anstrengend war. Weil ich habe noch nie ein Solo gemacht, noch nie, das war der erste. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich bin mega glücklich auf mich. Nimmt mir, wie gesagt, nicht so übel. Die Koordination stimmt noch nicht. Ich habe den Run nicht nie wirklich gelaufen, also jetzt haben wir es endlich geschafft und das ist die Hauptsache und darum geht es auch. Ich hatte meinen Spielspaß jetzt wieder mit der Geschichte und sobald der Eistali plus 100 ist, denke ich mal, wird das dann Ganze nochmal ein bisschen entspannter. Wir nehmen natürlich dann auch Minidal, denke ich mal, im späteren Verlauf. Am besten natürlich umso weniger Push, umso besser, aber dazu dann später mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen lachen, weil ich mich so schlecht angestellt habe. Und ja, falls ihr Bock auf den Server habt, unten findet ihr den Registrierungslink. Da könnt ihr euch jederzeit registrieren und mich kostenlos unterstützen. Falls ihr Bock auf den Server Tigos habt, meldet euch gerne bei mir in Discord. Ich sende euch ein paar Codes. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.